Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Big Adventure 2. Ich wollte eigentlich schon viel früher etwas hochladen, denn ich habe ja nun mal leider jetzt 2 Wochen lang kein LBR 2 hochladen können, denn ich hatte schlichtweg einfach keine Zeit, denn die Uni hat bei mir wieder angefangen und ich habe einfach richtig viel zu tun gehabt. Das hat sich jetzt glücklicherweise gelegt, ich habe wieder Zeit. Allerdings, ich wollte eigentlich schon viel früher diese Woche aufnehmen, ist mir dann aber eine kleine Krankheit dazwischen gekommen. Nichts Ernstes, es ist nur eine Erkältung und ein bisschen Schnupfen, aber für die Aufnahme ist das natürlich nicht so gut. Ich bin zwar immer noch etwas krank, aber momentan ist meine Nase eben frei und ich kann ohne Probleme sprechen und aufnehmen. Vielleicht hört man es aber noch ein bisschen, dass mein Hals ein wenig kratzig ist. Deswegen verzeiht mir auch bitte, wenn ich zwischendurch mal einen Schluck trinken werde. Denn das ist besser, als wenn ich dann auf einmal loshuste. Und das Trinken hilft eben ein bisschen gegen das Husten. Und ja, ich hätte natürlich auch warten können, bis ich völlig auskuriert bin, aber dann hättet ihr auch noch länger auf das Let's Play warten müssen und ich wollte unbedingt auch endlich mal weiterspielen, denn ich konnte jetzt 2 Wochen lang nichts aufnehmen. Mir macht das ja auch Spaß und ich mache das gerne. Aber wenn ich nicht aufnehmen kann, ist das ziemlich doof. Also mache ich das jetzt einfach, ja. Und beim letzten Mal, boah, Glück gehabt, so, beim letzten Mal sind wir hier auf dem Island CX angekommen. Endlich, nach langer Zeit, nach vielen Versuchen hinzukommen und vielen Aufgaben, die wir vorher erledigen mussten, einfach nur um herzukommen. Und ich habe einen Schlüssel bekommen. Damit können wir hier rein, das ist gut. Da müssen wir sowieso hin. Ja, erkennt ihr die Art des Turms wieder? Ja, vom Raumhafen von Othringal? Haha, dann wisst ihr, was euch hier erwartet. Oder was uns hier erwartet. Jedenfalls sind wir hier angekommen und haben uns durch die Insel gekämpft, durch den Stützpunkt, den die Esmeria hier haben. Das ist ja eine richtige Militärbasis. Und wir haben endlich den Kaiser zur Rede gestellt, beziehungsweise wir haben ihn getroffen und ihn getötet. Allerdings hat er leider... Oh, verdammt, ich kann da... Was zum... Ich bin gestorben, okay. Na gut, ich habe genug Kleeblätter, das soll mir jetzt egal sein. Jedenfalls, haha. Ja, aber der stirbt nicht, oder wie? Ach, das ist doch unfair. Na gut, komm, Twinsen, den machen wir jetzt auch nochmal fertig. Einfach, weil er uns gerade runtergeschubst hat. Okay, er hat uns nicht runtergeschubst, wir sind einfach so runtergefallen, aber das ist mir egal. Das sind unwichtige Details, um die müssen wir uns nicht kümmern. So, ach, kommst du nicht hoch, dann komme ich runter. Jedenfalls hat der Kaiser leider in seinem letzten Atemzug es geschafft, die Mondreaktoren zu aktivieren. Wir wollten ihn ja daran hindern. Deswegen haben wir ihn auch überhaupt erst angegriffen. Aber, ja, jetzt bewegt sich der Mond langsam, aber stetig auf Twinsun zu. Und Sendel ist uns... Hallo Twinsen, gehst du bitte mal ordentlich da hoch? Dankeschön. Twinsen ist sich selbst im Traum erschienen. Genau, nein, Sendel ist uns natürlich im Traum erschienen. Und sie hat uns davor gewarnt, dass Twinsun zerstört werden wird. Also man merkt auch, die Krankheit sorgt auch dafür, dass ich nicht ganz so schnell denken kann. Aber ich denke mal, das wird trotzdem lustig. Also gerade deswegen ist es wahrscheinlich amüsant für euch. Aber naja, mal schauen. Jedenfalls ist Sendel uns im Traum erschienen. Und ich muss den Satz endlich mal zu Ende bringen und bla bla, dass der Mond sich bewegt, hatten wir schon. Und hier ist eine Routenscheibe, die nehme ich mit. Du hast eine Routenscheibe. Jedenfalls sollen wir jetzt uns auf die Suche nach Dark Monk machen, den Gott der Esmeria, und ihn zur Rede stellen und irgendwie verhindern, dass der Mond auf Twinsun stürzt. Wie genau wir das machen sollen, wissen wir nicht. Wir sollen, den einzigen Anhaltspunkt, den wir haben, ist der Schlüssel von Dark Monk für die Zeremonie. Und glücklicherweise haben wir ja schon 3 der Teile gesammelt. Uns fehlt nur noch der Teil der Elitos. Und den finden wir auf Othringal. Und da werden wir jetzt hin. Deswegen habe ich auch hier die Routenscheibe geholt. Denn zurück durch den Tunnel zu gehen, das wäre viel zu lange. Wir schnappen uns einfach das Raumschiff des Kaisers und benutzen das, um hier rauszukommen. Und hoffentlich nach Othringal zu fliegen. Zumindest ist das so mein Plan jetzt. Wenn ich in Othringal bin, werde ich auch auf jeden Fall nochmal in den Laden gehen, um mich mit Nitro-Mecha-Pinguin auszustatten. Denn die kann ich ganz am Ende nochmal sehr gut gebrauchen. Und so viel Spielzeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Wenn wir mal auf die Holo-Map gucken, Insel CX waren wir schon, Plattform zum, also der Aufzug waren wir schon, die Othringal waren wir, die Insel der Bifiden waren wir, Insel der Feste waren wir. Da müssen wir übrigens hin, da ist nämlich die Statue von Dr. Funfrock. Nein, Dr. Funfrock war der Bösewicht im ersten Spiel. Von Dark Monk meine ich natürlich, die Statue von Dark Monk.
Und um die rauszuholen, brauchen wir eben den Schlüssel. So. Und wie man sehen kann, sonst haben wir hier keine weiteren Inseln. Das heißt, wir haben jede Insel schon mal besucht und das Spiel nähert sich dem großen Finale. Wir werden das Spiel heute nicht durchspielen, zumindest nicht in diesem Part. Aber ihr könnt gespannt sein, es sind vielleicht noch zwei, drei Folgen. Leider, leider. Ich liebe dieses Spiel wirklich und ich finde es schade, dass es vorbei ist. Ich denke mal, ich werde es in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal spielen, einfach so, weil ich es kann, ohne dass ihr dabei zuguckt. So. Und ja, vielleicht gefällt es euch ja auch so gut, dass ihr es auch nochmal spielen wollt. Aber wie auch immer, ich bringe erstmal den Typen hier wieder um. Ja, Kleeblatt ist wunderbar. Jetzt haben wir wieder volle Kleeblätter. Fehlt nur noch ein bisschen Magie, dann sind wir hier vollkommen perfekt ausgestattet. Und den brauchte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, egal. Wir wollen hier einfach nur raus. So, einmal hier rüber und ich hoffe, du greifst uns nicht an. Nein, doch, aber du triffst uns nicht. Wunderbar. Okay, auf Wiedersehen. Island CX Basis Dingens Bums. Ah, da ist einer, oder? Ah, da unten sind die. Okay, dann kümmert mich das nicht. Auf ins Raumschiff. So, und da ist die Geliebte des Kaisers. Mir wurde in einem Kommentar geschrieben, ich soll die nochmal ansprechen. Ich glaube, das hätte ich sowieso gemacht, aber ja, mache ich das einfach mal. Guten Tag. Hallo, Madame, wie geht's Ihnen denn? Wer sind Sie? Das hier ist das persönliche Raumschiff des Kaisers. Sie haben hier nichts zu suchen. Okay. Hat ihr das nicht vorher auch schon gesagt? Na, vielleicht muss ich mit dir reden, nachdem ich wieder gelandet bin. Das werden wir einfach mal machen. Hab hier die Routenscheibe gesammelt. Hier, da unten. Schaut sie euch nochmal an. Das ist die letzte Routenscheibe, die wir in diesem Spiel finden werden. Ich frage mich, komme ich eigentlich durch den Tunnel wieder zurück? Und kann ich dann mit der Routenscheibe in Othringal ein Raumschiff benutzen? Das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, das muss ich irgendwann mal probieren. Moment, ich mache mal eben hier einen Speicherstand für mich. Und dann probiere ich das irgendwann mal aus, wenn ich dran denke. So, neues Spiel. Dingens-Test. So. Länger geht der Name nicht. So, dann machen wir hier mal weiter. Und Twinsen, benutze bitte die Routenscheibe. Benutze die Routenscheibe. Ah, geht doch so. Tick, 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 tick. Auf geht's. Wir starten. Die schießen uns glücklicherweise nicht ab, denn wir haben ja das offizielle Symbol des Kaisers auf unserem Raumschiff. Und wir fliehen jetzt einmal nach Othringal rüber zum Kaiserpalast, denn der Kaiser ist ja tot. Und wir werden den jetzt einmal ausrauben. Ja. So, da landen wir auch schon. Und wir sind in Othringal. Juhu. So, jetzt rede ich nochmal mit der Dame hier. Hallo. Guten Tag. Du hast also den Kaiser um die Ecke gebracht. Mann, bist du stark. Vielleicht darfst du ja bald an seine Stelle treten. Weißt du, eigentlich fand ich dich schon immer ungeheuer attraktiv. Ja, genau. So funktioniert eben die Politik. Man muss sich immer an denjenigen heranwerfen, der an der Macht ist oder der im Inbegriff ist, an die Macht zu kommen. Aber tut mir leid, meine Dame, ich habe kein Interesse daran, der Kaiser dieses Planeten zu werden. Ich bin mehr so der Typ, der auf. Wachen. Ich bin mehr der Typ, der auf. Nicht auf Wachen steht, sondern der auf Abenteuer und Heldentum steht. Deswegen tut mir leid. Ah, suchen Sie sich einen anderen. Moment, Schutzzauber. So. Yoda. Like Yoda. So, komm, mach tot. Mach tot! Die halten echt ziemlich viel aus. Das ist gar nicht mal so lustig. Erst den anderen Moment. Aber ja, ich versuche nicht die ganze Zeit den Schutzzauber zu benutzen, denn den können wir noch gut genug brauchen. Und ja, wenn wir keine Magie mehr haben, das wäre suboptimal. So, wir haben jetzt die Wachen besiegt, die wir vorher nicht besiegen konnten, denn die sind wirklich nur mit dem Säbel. Der Säbel des Kaisers heißt der, oder? Säbel des Kaisers zu besiegen. Den wir im ersten Teil war es ja der Säbel von Dark Monk, aber jetzt ist der Säbel von Kaiser. Ich finde es cool, dass sie ihn wieder eingebaut haben, denn das ist einfach so eine geniale Waffe. Jedenfalls konnten wir die Wachen vorher nicht besiegen, erst jetzt. Und dadurch, dass wir sie besiegen konnten, haben wir den Schlüssel bekommen und können nun hinter dieses Tor und hoch zum Kaiserpalast. Mal sehen, was uns dort erwartet. Das sieht schon sehr interessant aus. Wir gucken es mal auf der Holomap an. Man sieht schon da oben. Okay, hier sieht man es nicht so gut. Im Spiel sieht man es besser. Es ist ein ziemlich großes Gebäude und da wollen wir doch jetzt einfach mal rein. Ja.
Ein Raum mit Türen und einer Kiste. Was da wohl drin ist? Ah, ein Schlüssel. Ja, wir starten. Also ihr müsst euch vorstellen, dieser Palast ist ein großes Viereck. Und wir starten unten rechts im Viereck und müssen oben links hin. Das heißt, ich kann hier einfach am Rand lang gehen. Und irgendwann kommen wir schon. Ich gehe einfach jetzt so diagonal immer hier. Mal rechts, mal links. Und dann kommen wir schon dahin. In diesem Palast werden uns auch ein paar Wachen erwarten. Unterschiedlichster Natur. Und unter anderem ein kleines Easter Egg. Nämlich ein Kerl, der so aussieht wie der Protagonist aus Time Commando. Und Time Commando ist nämlich das Spiel, das... Ich treffe gar keine Waffen. Wachen, was ist denn hier los? Time Commando ist das Spiel, das Adeline zwischen Little Big Adventure und Little Big Adventure 2 gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht. Oder vor... das ist eine Wache. Oder... falscher Modus. Oder vor LBA. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben sie es vor LBA 2 gemacht. Und mal sehen, vielleicht mache ich dazu auch mal irgendwann ein Let's Play. Das gibt es mittlerweile auch auf Good Old Games. Aber ich habe es irgendwann mal angefangen. Es war nicht meins. Es ist heute nicht mehr so gut spielbar. Und ich fand es recht schwer. Das ist halt auch komplett mit vorgerenderten Hintergründen. Und man läuft halt da durch. Das ist so ein Beat'em-up quasi. So wie, was weiß ich, Streets of Rage oder Double Dragon oder Dingens hier. Wie heißt es? Battletoads. Genau, Battletoads. Ah, sehr tolles Spiel. Sehr schwer, aber sehr toll. Und die drei kleinen Schweinchen. Hey, wie geht's euch? Ah, ihr wollt Stress, was? Den könnt ihr haben. Da oben muss ich übrigens rein in diese Doppeltür, aber ich möchte euch einfach nochmal machen wir es so. Ich möchte euch einfach nochmal den Kerl aus Time Commando zeigen, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Aber das könnt ihr sicher durch eine kurze Google-Suche oder Wikipedia oder wie auch immer herausfinden. Sucht einfach nach Time Commando. Und das Besondere an Time Commando ist natürlich, dass man durch die Zeit reist. Oh, da ist er, da ist er. Hi, wie geht's dir? Ja, diesen Kerl. Lass mich in Ruhe. Boah, lass mich in Ruhe, du musst sterben dafür. So sehr ich dich auch mag, weil du ein Protagonist in einem Spiel von der Firma Adeline bist, musst du jetzt leider, leider sterben. Auf Wiedersehen. Jedenfalls, diesen Kerl spielt man und... ich glaube, die Story des Spiels geht so, dass ein Experiment fehlschlägt. Und dadurch wird man in der Zeit zurückgeschickt. Oder man wird so in der Zeit zurückgeschickt, ich weiß es nicht. Jedenfalls fängt man in der Steinzeit an und muss sich halt durch die Steinzeit prügeln und findet dann halt auch, je nachdem in welcher Epoche man ist, unterschiedliche Waffen. In der Steinzeit kriegt man, glaube ich, so ein Prügel und einfach Steine, die man werfen kann und so. Und man bewegt sich dann halt in den Epochen fort. Später kommt dann halt auch noch so Weltkrieg und all sowas. Also so weit bin ich nie gekommen. Also mal schauen, vielleicht mache ich es, vielleicht nicht. Ich könnte ja auch einfach drunter schreiben, ob ihr das sehen wollt. Mal schauen, irgendwann mache ich es jetzt nicht als nächstes Projekt. Ich habe ja schon meine Projekte voll, was ich machen möchte. Insgesamt, boah, guckt euch den Hammer an. Oh, meine Magie ist gleich leer. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, die drei kleinen Schweinchen sind natürlich eine Anlehnung an das Märchen mit dem Wolf und den drei Schweinchen, die drei Hütten bauen. Eine aus Stroh, eine aus Holz und eine aus Stein. Und wo der Wolf dann kommt, um sie zu fressen und nur beim Letzten es nicht schafft. So, jetzt müssen wir erstmal noch die Husaren des Kaisers ausschalten. Und dann kommen wir auch schon endlich zum letzten Fragment. Ja, so, mach ihn fertig. Mach ihn fertig. So, ich muss mal eben auf die Uhr gucken und... Huch. So, ja, okay, wir haben noch genug Zeit. Ich denke mal, wir werden sogar bis zur Insel der Feste kommen. Aua, ey du. Bring mich weg. Also wir werden bis zum kurz vor dem Finale kommen und dann wird das hier wahrscheinlich der vorletzte Part. Ja, ihr dürft gespannt sein. Jedenfalls, ich habe meine Projekte schon voll. Ich habe schon insgesamt jetzt drei weitere geplant und ein Nebenprojekt noch, also insgesamt vier, wobei das vierte werden wahrscheinlich nur so kurze Parts immer. Also mal schauen. Das ist halt wirklich, soll wirklich halt nur so ein Nebenprojekt sein, was nicht so lange Parts und so oft kommt wie hier zum Beispiel RB2 oder Shantae oder Pink Panther. Wobei Pink Panther war ja auch nur ziemlich kurz, deswegen. So, ja, hier sind wir. Und diese Statue sieht nicht besonders vertrauenserweckend aus, oder? Findet ihr? Ach ja, was wir jetzt überhaupt nicht gesehen haben. Oh, verdammt. Nein. Ja. Jetzt wisst ihr, warum die Statue nicht vertrauenserweckend ist. Aber der ist jetzt nicht so besonders schwer. Wir müssen einfach mit dem Säbel draufhauen, dann ist er besiegt. Er hat halt auch die Insignien des Kaisers. Aber was ich gerade sagen wollte, was wir nicht gesehen haben, es gibt da in diesen Räumen auch Kisten, beziehungsweise Räume, man geht rein, da steht noch eine Kiste drin. Und
boah, wie der grunzt. Und wenn man diese Kiste aufmacht und denkt so, ja, da ist jetzt ein Schlüssel drin. Ja, nee, die Kiste explodiert und dann kommt so ein Husar rausgesprungen. Man muss den Husar besiegen, um den Schlüssel zu bekommen. Das ist echt gemein. Aber glücklicherweise haben wir das jetzt nicht gesehen. So. Du besitzt jetzt das Schlüsselfragment der Elitos. Jawoll. Du besitzt jetzt den Schlüssel zum Tempel von Dark Monk. Außerdem hast du die höchste Magiestufe, die Stufe des Feuerballs, erlangt. Oh ja. Oh ja, wir haben die höchste Magiestufe, endlich wieder den Feuerball. Und der sieht mal, der magische Feuerball, oh, der sieht mal wesentlich epischer aus. Wobei episch, ich mag das Wort episch nicht, das wird viel zu häufig benutzt, aber es sieht halt ziemlich genial aus, so bäm, vor allem mit dem Feuerschweif hinterher und dem Geräusch von einem Laser. Also, ich verschwende gerade die ganze Magie, aber das ist mir egal. Ja, wir haben jetzt übrigens auch die komplette Magieleiste, 10 Kleeblattkästchen, wo man eigentlich nur 9 haben darf, offiziell und so, ne. Also wir sind jetzt wunderbar ausgestattet. Und ich möchte nicht zurückgehen, ich nehme die Abkürzung. Es gibt hier nämlich einen kleinen Trick. Wir springen auf die Truhe und machen das Fenster kaputt. Oder auch nicht, wir springen einfach durch. Oder, Moment. Ich kann das Fenster kaputt machen, das weiß ich. Moment, muss ich das hier noch hier unten machen? Oder dann mal mit dem magischen Ball, oder? Komm schon, lass mich jetzt nicht im Stich. Ich kann da durch, eindeutig, ich kann da durch, ich weiß das. Ich denke jetzt bestimmt, ich wäre total bescheuert, dass ich hier denke, ich kann hier durch. Aber, warum? Moment, kann ich das aufschlagen? Ich kann hier durch. Definitiv. Warum geht das nicht? Ja, Vorführeffekt und so. Verdammt. Wie kriege ich das auf? Mit dem Säbel vielleicht? Nein, falscher Modus. Du sollst den einfach aufmachen. Hä? Von der Kiste aus reinspringen? Ich... Ja, nein. Was zum Henker? Wie komme ich da durch? Das ist eigentlich ein geheimer Ausgang. Aber ich... Warum komme ich da nicht durch? Moment, habe ich hier irgendwas übersehen? Nö, ne? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Kann ich die Pflanze untersuchen? Ist da was drin? Magie. Ja, Magie kann ich jetzt gerade gebrauchen, aber... Hä? Ernsthaft, hä? Das habe ich im letzten Chantae-Part auch gemacht. Da wusste ich auch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß da, wie es hier weitergeht. Ich könnte auch einfach wieder den Weg, den ich gekommen bin, aus dem Kaiserpalast rausgehen. Aber das würde viel zu lange dauern. Ich möchte hier durch. Lass mich hier durch. Sofort. Ich befehle es dir. Ich hab den Kaiser getötet. Ich bin jetzt hier der Machthabende. Auch wenn ich das vorhin nicht haben wollte. Geh da jetzt durch, Twinsen. Geh da durch. 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 Hallo. Hallo, Twinsen. Tu, was ich dir sage. Oder hätte ich das aufschießen müssen, als ich noch hier vor der Kiste stand? Moment. So, ich mach den auf. Lebensenergie. Cool. Ist meine Tritonmuschel voll? Nein. Dann füllen wir die mal eben. 15. Jawohl, jetzt ist sie voll. Wunderbar. Ja. Toll. Nein, lass sie offen, bitte. Vielleicht geht das nur, wenn die Truhe offen ist. Ja, was soll das denn? Kann ich die Kerzen anmachen? Nein, kann ich nicht. Machst du bitte das Ding auf? Twinsen. Jetzt gehorch mir endlich. Ja, genau. Weil es auch nur in einem Modus geht. Was soll das denn? Ja, ich hätte es anscheinend nur in einem bestimmten Punkt treffen müssen und dann, ja. Aber ihr habt gesehen, ich habe mich nicht irgendwie, ich war nicht den Wahn erlegen. Ich bin noch bei geistiger Gesundheit, auch wenn ich krank bin. Also, aber warte mal, ich muss mal hier einmal zeigen. Habe ich, glaube ich, im letzten Part schon gezeigt, aber wenn man das Säbel so frisch auswählt, dann, oh yeah. Dann zieht das Säbel und fuchtelt einmal wild damit, gefährlich damit rum. Ja, Twinsen ist schon cool. Oh, oh. Ihr schon wieder. Moment, habe ich Magie? Nein, ich habe keine Magie, die habe ich gerade verwendet. Verdammt. Ich kann die Husan jetzt übrigens auch mit dem magischen Feuerball angreifen. Aber das bringt natürlich nicht so viel. Das Säbel ist die wesentlich effektivere Methode, um hier zu kämpfen. Was einfach daran liegt, dass man viel schneller angreifen kann und halt im Nahkampf auch gut dran ist. Beim magischen Ball hat man immer das Problem, dass man viel zu weit weg ist und dann erstmal warten muss, bis der magische Ball zurückgekommen ist, bis man wieder angreifen kann. Das hat man halt bei dem Säbel nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt auch, außer bei Gegnern, die ich mit dem Säbel nicht erreichen kann, den Säbel benutzen. Kann ich mit dem Schlüssel auch noch irgendwas anderes machen eigentlich? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, wir haben jetzt hier, kann ich auch mal zeigen, hier, den Schlüssel. So sieht er vervollständigt aus.
Sieht halt nicht so aus wie ein Schlüssel, den man normalerweise so hat. Aber, ja, das ist der Schlüssel. Ihr werdet auch sehen, wie wir den einsetzen. Also, das ist schon in Ordnung so. Ich töte jetzt alles hier. Ah, hallo, bleibst du wohl hier? Bleibst du? Hallo? Hallo, bleib stehen. Ich will dich umbringen. Meine Güte. Der trifft uns nicht mal. Jetzt. Ja, komm, komm her, komm her. Jetzt wirst du zahlen für deine Frechheit. Sogar Magie hat er uns gegeben. Das ist wunderschön. Und da ist eine Statue des Kaisers. Ja, der Kaiser ist tot. Lang lebe der Kaiser. Was im Grunde momentan ich bin, weil ich ihn getötet habe. Aber ich, wie gesagt, ich möchte das Amt ja gar nicht haben. Polizisten. Niemals! 2, 3. Ja, ihr seht schon, die Polizisten stehen jetzt gar kein Problem mehr da. Die sind innerhalb von 3 Schlägen tot. Deswegen, ich sammle jetzt hier halt einfach noch ein bisschen was ein. Vielleicht gehe ich ja noch ein bisschen Cashes, dann kann ich mir noch einen Pinguin mehr leisten. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die waren. Ich war gerade 30 Slitos? Slitos, glaube ich. Ja, ich habe auch gerade gesagt, ich sammle Cashes ein. Aber ich meine natürlich Slitos, ist ja klar. Das ist einfach, also ein freudscher Versprecher, kennt man ja. Das ist ja, wenn man, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, freudsche Versprecher sind einfach Versprecher. Man denkt an irgendwas und meint eigentlich was ganz anderes. Normalerweise sind damit dann allerdings irgendwelche Sachen gemeint, wo man halt dann was Perverses sagt. Obwohl man eigentlich, obwohl es in dieser Situation überhaupt nicht angemessen ist, irgendwas in diese Richtung zu sagen. Ja, das sind freudsche Versprecher. Für eine bessere Erklärung kann ich mal wieder nur auf Wikipedia verweisen. Da sind immer sehr schöne Definitionen, ob man das alles stimmt. Man darf natürlich Wikipedia nicht blind vertrauen, aber ich nehme mal an, ihr könnt verantwortlich damit umgehen, mit den Quellen auf Wikipedia und so und Dingen. Und ja, das lernt man eigentlich in der Schule, aber egal. Ich schweife, glaube ich, gerade so ein bisschen vom Spiel ab. Das offizielle Gerücht. Enthüllung des Kaisers. Dark Monk hat mich gewarnt. Ein blau gekleideter Twinsunia wird versuchen, unsere Zeremonie zu verhindern. Genau, ich werde jetzt im Moment. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Ach, so. Verzeiht, aber das unterdrückt den Husten, wie schon gesagt. Ja, wir wollen die Zeremonie verhindern. Deswegen haben wir auch den Schlüssel zusammengesetzt, um die Zeremonie zu starten, ne? Ja, ist klar. So, hier haben wir noch ein bisschen Zaubertrank. Zaubertrank können wir brauchen. Klar, sonst hätten wir es nicht einsammeln können. Was steht denn hier noch Schönes? Zeugen gesucht. 10.000 Zeugen Belohnung. Wenn Sie einen Twinsunia in einer blauen Tunika sehen, benachrichtigen Sie sofort die nächstgelegene Polizeidienststelle. Es handelt sich um einen gefährlichen Verbrecher. 10.000 Slitos, boah, was wir damit alles kaufen könnten, ja. Mit der Dame rede ich mal nicht, die ruft sowieso nur die Wachen. Ich frage mich, ob der Verkäufer jetzt überhaupt noch hier drin ist. Aber das werden wir gleich mal sehen. Denn, wow. Ihr habt ja mitbekommen, dass sie unserem Treffen da gelauscht haben im Keller. Mit den... Verdammt, ich habe gerade das Vollbild beendet. Moment. Geht's weiter. Wunderbar. Das hatte ich schon mal. Und dann ist mir ja das Spiel eingefroren. Das habt ihr gesehen in einem vorherigen Part. Diesmal geht's... Ja, genau. Aber der Versprecher folgt sofort. Diesmal geht's ja glücklicherweise weiter. Also kein Problem. Und da ich ja mittlerweile auch eine andere Aufnahmemöglichkeit habe, sieht man danach auch nichts. Mein Desktop oder so. Deswegen ist das in Ordnung. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Oh, er ist noch da, aber er hat sich getarnt. Guckt euch das mal an, mit der Brille und dem falschen Schnurrbart und der falschen Nase. Ah, schön. Und das T-Shirt ist auch anders. Der hat das Herz gemacht, weggemacht, durchgestrichen. Da war ja auch vorher Isle of Heart Twinsun drauf. Twinsun. So, Twinsun. Twinsun ist richtig ausgesprochen. Denn die haben ja hier unten, während wir da unten saßen... Bedauere, dieser Artikel steht nicht mehr zum Verkauf. Was? Wieso? Nein, aber ich brauche die. Nein, ich brauche die doch. Verarsch mich nicht. Komm schon, gib mir... Hey, da liegt das Magierdiplom. Bedauere, dieser Artikel steht nicht mehr zum Verkauf. Ah, Moment. Vielleicht, wenn ich dir den Ring zeige, dann verkauft ihr mir den vielleicht. Danke. Polizei! Polizei! Was? Ich habe ihn, haltet ihn fest! Och nö, ne? Och nö, ich möchte den Pinguin haben. Gib mir den blöden Pinguin, die brauche ich doch. Sonst habe ich Probleme am Ende. Weil, doof und so. Ey, du blöd Mann, ey. Stirb hier, komm. Gib mir den Inhalt deiner Kasse. Gib ihn mir. Na, dann halt nicht. Kann ich mir den Pinguin denn jetzt wenigstens so nehmen? Ach komm schon, bitte. Du bist gerade ja, auf den genialen Nitro-Mega-Pinguin gestoßen. Wenn du... Ja, boah. Also wenn ich jetzt hier keine Pinguine mehr bekommen hätte, das wäre echt
schlimm gewesen. Ich hoffe, der Typ respawnt jetzt nicht, aber wahrscheinlich doch. Dann darf ich den die ganze Zeit neu besiegen. Och, nein. Jetzt muss ich den jedes Mal neu besiegen, wenn ich den blöden Pinguin haben möchte. Dum-di-dum-di-dum. Ach, da kommen auch direkt Waffen, wenn ich den angreife. Na gut, aber das muss jetzt sein. Denn ich brauche die Pinguine dringend. Ohne Pinguine wird das Ende verdammt schwer und verdammt nervig. Und dann werde ich wahrscheinlich so einen Wutanfall kriegen, weil ich nicht weiterkomme. Denn mit den Pinguinen können wir eine ganz bestimmte schöne Sache anstellen. Die halt sehr wichtig ist und toll und bla. Und Moment, kann ich das Bücherregal zur Seite schieben? Kann ich da nochmal runter? Vielleicht finde ich da ja ganz viele Nitromega-Pinguine. Nein, kann ich nicht. Na gut, schade, dann eben nicht. Moment, kann ich das Diplom wieder mitnehmen? Das wäre wunderbar. Gib es mir. Nimm es dir, Twinsen. Du hast soeben dein Magiediplom erhalten. Was? Außerdem hast du damit eine weitere Magiestufe erhalten, die Stufe des grünen Balls. Was? Ich habe schon den Feuerball, meine Liebe. Ich brauche den grünen Ball nicht mehr. Aber Dankeschön. Finde ich cool, dass ich die Stufe nochmal erreicht habe. Ich habe mein Magierdiplom wieder. Wie cool ist das denn? Sehr schön. Kann ich auch meine Caches zurückhaben, sag mal? Oder wenn ich mit dir rede, was sagst du eigentlich? Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie nicht etwas, was Sie mir zeigen wollen? Nein, darauf falle ich nicht noch einmal rein. Du Blödmann, ey. Wahrscheinlich hat der unten gelauscht. Mistkerl, ey. Komm, du musst jetzt sterben. Und ihr müsst auch sterben. Entschuldigung. Ich musste gerade ein wenig niesen. Muss ich die überhaupt besiegen? Moment, kann ich den nicht einfach so mitnehmen? Ja, okay, ich muss einfach nur den... stirb. Dann brauche ich das ganze Geld auch gar nicht mehr. Boah, ist das nervig. Aber, es tut mir leid, dass das jetzt halt hier so lange dauert und sich hinzieht. Aber ihr werdet sehen, dass ich die brauche. Ich weiß nicht genau, wie viele ich brauche, aber ich glaube, mit 9 Stück wird schon gut sein. Ich kann dann zwar da einen finden, aber ich weiß nicht, wie oft ich den da finden kann. Nein. Also es gibt halt noch einen versteckten... Nein, es gibt nichts, was ich dir zeigen möchte, außer mein Schwert. Moment. Mein Schwert. Da. So. Es gibt dann halt da einen versteckten Nitromega-Pinguin am Ende, den ich halt auch aufsammeln kann und werde. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob der respawnt, wie oft ich den aufsammeln kann. Und bevor ich jetzt ein Risiko eingehe und da drin dann... also im letzten Dungeon, ich nenne es mal Dungeon, man hat ja hier eigentlich gar nicht so richtige Dungeons, da das ja einfach eine offene Welt ist und man hat Gebäude und so und Festungen und hast du nicht gesehen, aber jedenfalls Dingens, genau, Dingens ist immer gut, Dingens kann man überall verwenden und Dingens kostet nicht viel. Dingens lässt sich natürlich abbauen auf dem Kompost und deswegen ist es einfach das perfekte Produkt. Ja. Du bist gerade. Dankeschön. Ich werde euch nach diesem Vortrag hier meine Dings hier Visitenkarte geben. Sie seht ihr auch, das Dings kann man auch als Visitenkarte verwenden. Und dann könnt ihr, da habt ihr da meine Nummer und ich wollte nicht mit dir reden. Da könnt ihr dann das Dings bestellen. So. Ja, ich wollte dir mein Dings zeigen. Hier, bitteschön. Dings. Kann man auch als Schwert benutzen. Ja, es ist sehr vielseitig einsetzbar. Wie gesagt. Wie viel habe ich jetzt? 6 Stück, okay. Das heißt, wir haben es fast geschafft. Wir haben bald ein volles Inventar, das wir auch brauchen werden. Ich glaube, 10 waren das insgesamt, oder? Es waren 10, ne? 10, ja, bestimmt. So. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Warum? Vor allem, warum der das nicht mehr verkauft, aber hier noch stehen hat, das finde ich irgendwie bescheuert. Ich meine, wäre ich hier von der Polizei oder von dem Geheimdienst und hätte das Versteck der Rebellen ausgenommen, hätte ich, glaube ich, sofort alles, was mit Twinsun in Verbindung zu bringen ist, konfisziert. Also nicht nur den Pinguin und das Magierdiplom, sondern auch die Karte und das Plakat vom Tempel von Bü und so, ne? Aber, naja, was soll's. So haben wir halt Glück, wir konnten uns unser Magierdiplom wiederholen und können noch einen Pinguine holen und hast du nicht gesehen. So, ich werde ihn jetzt noch auffüllen und werde dann zur Insel der Feste reisen. Wobei, werde ich zur Insel der Feste reisen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kann ich mir auch... Geht ihr ruhig da hinten hin. Das soll mir nur recht sein. Tschüss. Werde ich zur Insel... Nein, ich werde nur zum Hafen gehen und werde dann im nächsten Part zur Insel der Feste reisen. Weil der nächste Part wird dann das Finale. Und da freue ich mich schon drauf. Oh ja.
Dann habe ich LBR 2 endlich durchgespielt. Oder was heißt endlich? Dann habe ich es leider durchgespielt, denn du bist gerade möchte auf eigentlich noch weiterspielen. So, dumm. Habe ich noch Magie? Ja, habe ich 10 Stück. Moment, mehr geht nicht, oder? Gucken wir mal eben nach. Nein, mehr geht nicht. Wunderbar. Denn wir haben jetzt auch 30 Minuten voll. Oder fast zumindest. Deswegen... Nee, aber das kann ich über den... Moment, kann ich über den Zaun springen? Ja, du mich auch. Ich gehe nicht nochmal in das blöde Casino. Vor allem, weil es mir nichts bringt. Weil ich schon volles Geld habe und das nicht mehr ausgeben kann. Blöd, Mann. Nein, ich habe das Vollbild schon wieder verlassen. Ich bin solcher... Moment, ich muss näher ran. Und Rückwärtssalto, Vorwärtssalto, bam, bam, bam. Hey, der greift gar nicht an, wenn ich ihn angreife. Na gut, dann ist es eben ein friedliches Krokodil. Wahrscheinlich haben sie mit Morphium vollgepumpt, dass er nicht spürt oder so. Und deswegen kann er auch den ganzen Tag da rumlaufen und in der Kälte stehen, hier in diesem tollen Nebel-Gas-Dings-Gemisch, wie auch immer. Ich will hier runter. Ich will hier runter. Ich möchte gerne mein Jetpack ausrüsten. Schade. Ich dachte, das würde meinen Fallschaden negieren, aber macht es nicht. Ich hätte einfach das Verhalten wechseln sollen, aber na, was soll's. So. Ich denke mal, ich kann hier dann Schluss machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir sind jetzt super ausgestattet. Wir haben 10 Nitro Mega Pinguine, wir haben unser Magier-Diplom und wir haben den Schlüssel von Dark Monk. Also kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ich singe noch einmal das Lied. Oder auch nicht. Twinsen möchte es nicht singen. Ich werde es auch nicht singen, denn ich bin erkältet und ich kann momentan nicht singen. Kann ich überhaupt so singen? Ich weiß es nicht. Das sollte lieber jemand anderes beurteilen. Ich werde jetzt nicht Gesang hochladen. Macht euch keine Sorgen. Ich werde euch das nicht antun. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Finale. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.